Wir befinden uns im Lernfeld 3 und es soll im Folgenden einmal darum gehen, wie man mit so einem Schaltplan umgeht. Diese Schaltpläne bestehen in aufgelöster Darstellung, so sagt man, im Grunde genommen aus einer Leiste hier unten zu sehen, auf der ihr die Strompfade erkennen könnt. Das heißt, über diese Strompfade kann man sehr einfach über diesen Schaltplan kommunizieren. Man kann nämlich beispielsweise sagen, dass sich im Strompfad 2 das Bauteil A befindet. Und wenn ich dann in meine Legende gehe, dann sehe ich, aha, das Bauteil A, das ist die Batterie des Fahrzeugs. Wir sehen dann die weiteren Elemente in diesem Strompfad, hier beispielsweise die Sicherung. Und dann finden wir hier zwei Schraubverbindungen, die 500 und die 501. Der Blick in die Legende verrät uns, was es mit diesen Schraubverbindungen auf sich hat. In dem Fall sind das halt Verbindungen, mit deren Hilfe man Dauerplus an verschiedenen anderen Aggregaten anbinden kann. Gut, das ist das Thema Strompfade und das Thema Legende. Ansonsten befinden sich hier in diesem Schaltplan grob gesagt vier Baugruppen. Einmal hier der Zündstartschalter, das Bauteil D. Und hier unten sehen wir in der Legende, dass es sich um den Zündanlassschalter handelt. Dann sehen wir hier ein Steuergerät und hier verliert im Grunde genommen der Schaltplan auch schon ein Stück seinen Schrecken, weil dieser Zündstartschalter eben mit diesem Steuergerät hier, mit dem Lenksäulensteuergerät verbunden ist. Hier oben hängt noch das Bauteil E45 dran. Das ist im Grunde genommen der Lenkstockschalter für die Geschwindigkeitsregelungsanlage, also der Tempomat. Des Weiteren haben wir hier noch zwei Elemente. Einmal hier den Starter und hier noch ein Element C mit integriertem C1, also dem Drehstromgenerator mit integriertem Spannungsregler. Eine Sache an diesem Schaltplan wäre an dieser Stelle hier im Lernfeld 3 erwähnenswert, und zwar verweisen diese Rechtecke mit den entsprechenden Ziffern oder aber auch Buchstaben auf Strompfade in anderen Ausschnitten des Gesamtschaltplans. Das heißt, wir gehen hier nur vom Strompfad 1 bis zum Strompfad 28. Und wenn man hier schaut, dann sind hier an der Schraubverbindung 501 weitere Dauerplusverbindungen eingeklemmt, die man im Strompfad 124, 47 und 173 finden würde. Wir finden aber auch hier in diesem kleinen Schaltplanausschnitt eine solche Verknüpfung, nämlich hier diese Verknüpfung vom Zündstartschalter. Dieses 2,5 Quadrat rot-schwarze Kabel soll landen auf dem Bauteil B. Und das Bauteil B, das kennen wir, das ist nämlich das Bauteil, was wir hier in unserem Schaltplan auch finden. Ich vergrößere das mal hier an der Stelle. Das ist nämlich unser Starter des Fahrzeugs. Und hier sehen wir D 2,5 Quadrat rot-schwarz, das ist eben die Verbindung zu unserer Klemme 50. Wenn ihr euch den Spaß gönnt und schaut einmal in eurem Tabellenbuch nach, dann werdet ihr finden, dass die Klemme 50 den Magnetschalter steuert und damit im Grunde genommen den Startvorgang auslöst. Das soll an dieser Stelle zu diesem Schaltplan ausreichen. Im Grunde genommen ist damit die Basis gelegt, um jetzt das Arbeitsblatt zu erledigen.